Mit 15 Jahren ist Paul Bältle schon Chef. 100.000 Flaschen Speiseöl produziert er im Jahr. Er ist der wohl jüngste Ölmüller Deutschlands. Ich bin so der typische Schaffmensch. Ich stand morgens auf und fühle mich leer, wenn ich nichts tue. Mittlerweile lebt die ganze Familie von seinem Öl. Ein Leben zwischen Schule und Beruf, zwischen Geschäftsmann und Kind. So richtiges Kind war das beim Paul eigentlich gar nie. Also der hat da nie krabbelt oder so, sondern der ist wirklich gleich aufgestanden und losgerannt. Der war einfach schon immer anders. Doch Paul will noch mehr. Mit einem neuen Keltenöl will er richtig durchstarten und es sogar in das Keltenmuseum Heuneburg schaffen. Dass wir das in den Souvenirshop bringen und dass wir dann da richtig durchstarten können. Wird ihm das gelingen? Beuron im Donautal. Oh ja, einmal frei. Richtig schön sauber. Qualitätscheck von Vater und Sohn. Gerade sind die Leindottersamen für Pauls neueste Idee angekommen. Ein Öl nur mit Zutaten aus der Keltenzeit vor 2500 Jahren. Es ist das erste Mal, dass Paul Leindotter pressen will. Er hat einen ganz eigenen Geschmack, der Leindotter. Also schmeckt ganz angenehm, finde ich. Ist halt ganz anders wie der Raps und ganz anders wie alles, was wir haben. Jetzt können wir es anschalten. Dann läuft es hier durch. Jetzt füllt sich der Seier. Der Presskopf, der füllt sich mit dem Leindotter. Und dann druckt es gleich vorne raus. Und schon läuft es, Pauls erstes Leindotteröl. Ah, ganz frisch. Richtig lecker. Seit er 12 ist, presst er sein eigenes Öl. Jetzt mit fast 15 hat er schon 8 verschiedene Sorten. Doch darauf will er sich nicht ausruhen. Ich möchte gern viele Sachen ausprobieren. Ich mache gern alles und noch viel mehr. Für sein neues Öl hat er 15 Tonnen Leindottersamen gekauft. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Kräutermixtur machen. Da haben wir jetzt so eine Mischung aus Keltenkräutern drin, die Kräuter, die es damals schon gab. Unter anderem sind da Brennnesseln drin, da haben wir Sauerampfer drin. Das fertige Öl will Paul im Souvenirshop des bekannten Keltenmuseums Heuneburg verkaufen. Doch damit das klappt, muss das neue Öl richtig gut werden. Die perfekte Zusammensetzung aus Kräutern und Salz zu finden. Eine der schwersten Aufgaben. Das ist schon immer ganz was Aufregendes, weil du ja nie weißt, wie es am Ende rauskommt oder wie es dann schmeckt. Und insofern ist das jedes Mal ganz was Besonderes und ganz was richtig Spannendes. Jürgen, komm mal, da können wir probieren. Ein neues Öl zu kreieren, auch ein wirtschaftliches Risiko. Mehr als 10.000 Euro hat Vater Jürgen für die Rohstoffe bezahlt. Kommt das Leindotteröl nicht an, sitzt die Familie auf kistenweise Öl. Also ich fange mal mit wenig an. Ist gut. Lecker. Da fällt mir aber wenig Salz. 4 verschiedene Varianten hat Paul kreiert. Das Öl schmeckt voll obsig. So richtig frisch. Für das Beste entschieden haben sich die beiden schnell. Oh, das ist auch salzig. Oh. Das ist köstlich. Ja, das schmeckt einwandfrei. Mhm. Man schmeckt richtig das Feld, wie das direkt vom Feld kommt. Und also ist ein ganz herrliches Öl. Also bin ich richtig zufrieden und stolz auf die. Hast gut gemacht. Yeah. Komm, dann kommen wir mal runter zur Hauwaage. Gucken mal, was da ist. Dass Vater Jürgen seinem Sohn in der Ölmühle hilft, ist neu. Denn eigentlich betrieben die Bältles hier an der Donau einen Kanuverleih und eine Jugendherberge. Doch dann kam Corona. Wir hatten im Prinzip normalerweise 2 Jahre im Voraus unsere Buchungen und waren sehr gut gebucht. Und in der nächsten Woche hat es montags angefangen zu klingeln, das Telefon. Und ab Mittwoch hatten wir keine Gruppe mehr. Keine Gäste, keine Einnahmen und eine verlassene Jugendherberge.
Katastrophe. Also so traurig war der Anblick hier noch nie. Und hier sind immer ausgiebige Feste gefeiert worden. Und alle Leute waren halt gut drauf. Und wenn man das jetzt so sieht, wie leer das hier ist, wie wenn das Schiff untergeht und man nichts dafür kann. Doch die Beltles geben nicht auf und helfen kurzerhand bei Pauls Hobby, dem Öl. Anfangs wusste man ja auch noch nicht, wo die Reise nahe geht. Und da hat man halt gedacht, naja, das ist halt ein bisschen Öl und so. Und hat es ja auch gar nie als Geschäft richtig gedacht gehabt, sondern eher halt, dass der Paul das als Hobby macht. Und aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass da die ganze Familie auch davon lebt. Mein Onkel Tobi, der füllt die Flaschen mit dem Öl auf. Meine Mutter, die tut dann hier in das Öl die Kräuter rein. Ich selber mache dann nur solche Schrumpfkäpple auf die Flaschen drauf und verschweiß die. Mein Bruder bebt auf dem Boden solche Etiketten. Und mein Vater macht die ganzen Etiketten drauf, dass die Flaschen auch schön aussehen und packt sie in Kartons ab. Rund 15.000 Flaschen Leindotteröl müssen von Hand abgefüllt werden. Jeder trägt halt seinen Teil zur Ölflasche bei. Und wenn einer mal fehlt, dann kann die Ölflasche nicht vervollständigt werden, weil eine Sache fehlt. Es ist aber auch sehr anstrengend, so wie in jeder Familie, weil jeder nämlich immer alles bestimmen will, letztendlich dann der Paul sich aber meistens durchsetzt. Ja, das ist ja schön gesagt gewesen. Es war die Wahrheit. Also kommt's auch mal zum Streit? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Das ist, glaube ich, in dem Fall die beste Antwort. Denn bis Vater Jürgen die Jugendherberge schließen musste, war Paul sein eigener Chef. Dann kam ein großer Chef, ist dazu gestoßen, weil der Jürgen, der Papa von Paul, war das ja einfach gewohnt, dass er der Chef ist. Und das war dann am Anfang schon richtig schwierig, bis er dann gelernt hat, dass er sich jetzt dem Paul da einfach unterordnen muss. Mittlerweile aber sind sie ein eingespieltes Team. Die ersten Flaschen von Pauls neuem Keltenfreund sind schnell fertig. Nun muss der sich nur noch gut verkaufen. Das ist auch fürs Familieneinkommen wichtig. Ganz ehrlich, wenn vor 3 Jahren mir irgendjemand gesagt hätte, dass wir mit dem Tourismusunternehmen da mal abschließen müssten und dass wir mal von Pauls Schnapsidee leben, das hätte nie für möglich gehalten. Nein, keine Schnapsidee, ja, eine Ölidee. Ja, nie hätte das jemand glaubt, wenn er mir das erzählt hätte. Doch jetzt erstmal Hausaufgaben. Denn die Schule darf nicht unter der Ölmühle leiden, so die Ansage der Eltern. In 2 Jahren steht Pauls Abi an. Also sagen wir mal so, mir wird's nicht langweilig. Das ist eigentlich das Beste, wie man es ausdrücken kann. Ich habe eigentlich immer was zu tun, aber das brauche ich auch wirklich, weil mir das auch richtig Spaß macht. Ansonsten wäre mein Leben so leer. Ja, nichts. Und auch für Mama Yvonne ist Pauls Doppelbelastung kein Problem. Tatsächlich war das so, dass er in der Grundschule ganz viele Probleme hatte. Und seit er jetzt mit der Ölmühle den Ausgleich hat und einfach mit den Händen auch was arbeiten kann, ist er ein richtig ausgeglichenes Kind. Er schreibt viel bessere Noten. Darum ist das für uns eigentlich eher eine Bereicherung, dass er das macht. Viel Zeit für andere Hobbys bleibt allerdings nicht. Das wollte der Paul nie. Also der hat da von Fußball zum Beispiel immer doof. Schon im Kindergarten hat der nie so mit Gleichaltrigen gespielt, sondern immer mit der Kindergärtnerin. Der war einfach schon immer anders. Wir mussten da einfach seinen eigenen Weg gehen lassen, weil es bringt ja nichts, wenn man irgendwie Neid singt und sagt, du musst jetzt irgendwie mit 100 Freunden was ausmachen. Das ist ja einfach. Er hat seine 2 beste Freunde, der Jonas und der David. Ab ins Wasser mit. Jonas und David, Pauls beste Freunde. Du hockst hinten, oder? Ich hock hinten. Also ihr zuerst. Steig an. Nein, du zuerst. Die drei kennen sich seit der 5. Klasse. Hier ist Paul kein Chef, hier ist er Freund, kann Kind sein. Paul kennt die Donau genau, kennt jeden Felsen, jede Untiefe. Schon als kleiner Junge hat er im Kanuverleih der Eltern mitgeholfen. Mittlerweile ist der auch wieder in Betrieb. Und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Holz sammeln fürs Lagerfeuer.
Da müsst ihr irgendwas. Guck, den kann ich mitnehmen. Ja. Kick ihn runter, ich nehme ihn mit. Einmal Holz. Hab! Für David und Jonas ist Paul nicht abgehoben. Er ist einfach einer von ihnen. Ja, man war, ich fand ein bisschen stolz, dass er seinen Freund so Ölmühle hat. Also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, was er erreicht hat bis jetzt. Wir sind eine große Familie und wir sind ja alle immer zusammen. Unsere ganzen Arbeiter sind ja auch, gehören alle auch zur Familie. Wir sind ja, ich muss ja auch nur mal sagen, also wir sind ja auch nur Familie. Aber uns arbeiten ja, wie gesagt, nur meine zwei Onkels und die zwei gehören natürlich auch zu unserer großen Familie. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist scharf. Ist es auch nicht. Nee, andere. Ach, jetzt muss ich schon ans Telefon gegangen. Hi, hier ist der Paul Beltle. Wie kann ich dir weiterhelfen? Servus. Weißt du, das ist ja Gastrogefriere. Ja, aber dann müsst ihr theoretisch nicht so schreiben. Ja, logisch. Genau. Passt. Arbeitsanrufe auch während des Ausflugs. Für Paul nicht lästig. Ihm macht das alles einfach Spaß. Ja, immer viel Arbeit. The radio reminds me of my home far away. I'm driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Hier sind wir schon fast am Ölregal. Da kommt es dann später rein. Paul und Jürgen auf Vermarktungstour in Biberach. Paul will mit dem Keltenfreund richtig durchstarten und ihn nicht nur auf der Heuneburg, sondern auch in Supermärkten verkaufen. Servus. Wir kommen weg in die Höhle. Ja, hallo. Ich bin der Paul. Benni. Hast du irgendwie einen Tisch? Da kann ich dir mal alles zeigen. Ne? Ich hab mal ein paar Sachen mitgebracht. Ah, das ist super, kann ich Vater nachstellen. Damit genau, dann ist es einfach. Oh, mal alles auf dem Boden stehen. Also da haben wir zum einen hier so ein Knoblauchöl. Eigentlich auch mit so Knoblauchflocken haben wir da drin, so trocknete. Mhm. So ein Chiliöl haben wir, das sind so diese Standardöle, wo wir haben. Was wir jetzt ganz neu gemacht haben, das ist so ein Keltenöl. Okay. Mit so verschiedenen alten Kräutern, wie so Brennnesseln und Bärlauch und so Kräuter haben wir da drin, die es auch damals bei den Kelten schon gehabt. Und ich sehe gerade, überall ist ein Bio-Zertifikat drauf. Sind das ja, alles Bio-Öle? Die meisten Öle haben wir in Bio-Qualität, aber wir haben natürlich nicht alle in Bio-Qualität. Aber wenn wir jetzt die Rohstoffe nicht alle in Bio herkriegen. Mhm, klar. Genau. Okay, jetzt gucke ich mir noch mal kurz hier die Preisliste an. Das ist auch immer interessant für die Kunden. Okay, die liegen alle bei 5, 6 Euro. Also wir sind ja nicht das billigste Öl, das muss man jetzt dazu sagen. Wir haben ja auch, wie gesagt, halt alles regional und dann kostet es natürlich auch alles ein bisschen mehr. Weil das auch eine bessere Qualität hat natürlich. Das Verkaufsgespräch führt, ganz klar, Paul allein. Vater Jürgen ist nur mit dabei, weil Paul noch nicht Auto fahren darf. Die Öle lässt du mir ja da. Mhm. Die werde ich jetzt mit meinen Mitarbeitern mal probieren, verköstigen. Mhm. Und dann schauen wir, was wir davon haben wollen. Was macht Sinn für uns, für unsere Kunden auch. Wie viel Platz haben wir im Regal? In ein paar Tagen will Marktleiter Sabo entscheiden, ob es Pauls Öle und vor allem der neue Keltenfreund bei ihm ins Regal schaffen. Dass er plötzlich Geschäfte mit einem 14-Jährigen macht, ist natürlich sehr besonders. Ja. Meistens sind es ja erfahrene alte Hasen, nenne ich es mal. Das ist ja schon ein anderes Gefühl. Also kann man so nicht vergleichen. Aber ich finde es super, dass so ein junger Mann sich selbstständig macht und ja, die Öle selber produziert und auch voll dahinter steht. Ich finde es super, was er da macht. Doch, Hut ab. Doch nicht immer sind Pauls Geschäftspartner so entspannt. Am Anfang ist das immer ein wenig schwierig. Manche sind da auch skeptisch, wie gesagt, weil ich ja so jung bin. Aber nach einiger Zeit kennt man sich dann also mit meinen ganzen Geschäftspartnern, meine Landwirte und da kenne ich mich inzwischen ganz gut. Und nachdem die mich alle voll ernst, weil ich bin ja auch, wie der Herr Sabo schon sagt, ich bin da halt auch voll dahinter. Als Paul mit 12 Jahren seine ersten Verkaufsgespräche führte, war da noch mehr Überzeugungsarbeit nötig, erinnert sich auch Jürgen, der schon damals als Fahrer mit musste.
wenn ich dann halt dabei gestanden bin, wollten sie dann schon mit mir sprechen. Und dann habe ich gesagt, wer hier steht, der Macher und der Chef. Dann haben sie halt immer komisch geschaut. Aber so mittlerweile, seit er jetzt auch so groß ist, nimmt ihn eigentlich, kann man sagen, jeder ernst. Und ja, also da gibt es eigentlich jetzt gar kein Problem mehr in der letzten Zeit. Und wo soll es mal hingehen mit seiner Ölmühle? Ziele sind ganz schwer zu definieren. Man muss halt gucken, dass man stetiges Wachstum mit der Ölmühle hat und später weiß ich nie, was kommt. Es ist dann halt so, wie es dann ist. Schön wäre halt, wenn du dann auch davon leben könntest mal. Genau. Und dann, deine Familie ernähren könntest. Ja. Damit das gelingt, will Paul noch bekannter werden und dafür sein neues Öl ins Keltenmuseum Heuneburg bringen. Und er soll ihm dabei helfen. Hallo Paul, grüß dich. Was höre ich da? Du bist in Produktion gekommen. Ja. Denn gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger hatte Paul die Idee mit dem Keltenöl. Servus. Super. Wie sieht's denn aus? Wie weit bist du gekommen? Fischer, guck, ich hab jetzt mal so ein bisschen also, das ausprobiert. Okay. Genau, mit diesem Leindotteröl mit dem Keltengewürz. Das Keltenmuseum Heuneburg in der Nähe von Sigmaringen. Bis zu 9000 Besucher besichtigen die Burg jährlich. Doch um sein Öl hier im Souvenirshop verkaufen zu dürfen, muss er Klaus Burger erstmal von seiner neuen Kreation überzeugen. Einmal immer auf kräftig schütteln, weil wir ja die Kräuter da drin haben. Wie muss ich das verstehen? Wie soll man das verwenden? Für Salate ist das sehr gut, das Kälteöl, weil das hat einen sehr, sehr frischen Geschmack. Also ich finde es ganz, ganz angenehm. Ah, aber nicht aufdringlich. Nein. Jetzt kommt's richtig. Jetzt kommt's nochmal. Ja, also, ja, muss man wegen Wirkler, das ist sagenhaft. Das ist mein neues Lieblingsöl. Das ist richtig tolles Öl. Dass ein junger Mensch so eine Idee in so schneller Zeit umsetzen kann und auch fachlich so gut macht, da bin ich ganz platt. Also, ja, das kriegt dann mancher Unternehmenskonzern in der Zeit nicht hin. Und während Paul unten im Hofladen seine Geschäfte abwickelt, erledigt Mama Yvonne oben drüber den Papierkram. Mein Job hier ist eigentlich der Job, den ansonsten von unserer Familie keiner gern macht. Die Sachen, die im Büro anfallen, Aufträge aufnehmen, Rechnungen schreiben. Ohne Yvonne geht nichts. Sie hat BWL studiert und unterstützt ihren Sohn, wo immer es hakt. Die tiefergehende Sache, die könnt ihr vielleicht jetzt aktuell noch nicht. Da hat er aber auch überhaupt keinen Bock drauf eigentlich, also keine Freude dran. Der Paul ist eher so der Macher, der mit den Händen arbeiten muss und nicht der, der jetzt vorm Computer sitzt und da E-Mails beantwortet. Das ist dem ein Graus. Aber auch für sie ist klar, es ist Pauls Firma, wenn auch nicht auf dem Papier. Der Paul ist juristisch nicht geschäftsfähig. Da mussten wir uns auch erst erkundigen, weil ihm war das ganz wichtig, dass es auch seine Firma ist. Aber es gibt aktuell keine Möglichkeit, dass man den Paul jetzt, also nur ganz aufwendige, dass man ihn geschäftsfähig erklären lassen würde. Und darum haben wir uns dafür entschieden, dass dieses Juristische einfach auf das Einzelunternehmen von uns mitzuschreiben auf dem Papier und sobald er 18 ist, dann quasi die Firma endlich offiziell auch zu übergeben, dass er dann auch auf dem Papier nicht nur der Ölmüller ist, sondern der Inhaber von der Ölfreunde. Der Paul hat ja die Firma aufgebaut. Ohne den Paul wird es die Ölfreunde gar nicht geben. Oh Marie, es gibt Essen. Ah, das ist ja sein Laden und das ist selbstverständlich, dass er den dann auch voll kriegt mit allen Verpflichtungen und allen Freuden. Das sind zwei Salate mit zwei Salatsauce. Onkel Elmar hat gekocht. Das macht er öfter, denn zum Kochen haben weder Jürgen noch Yvonne Zeit. Also schmeckt richtig lecker, Elmar. Ein großes Kompliment, dass es richtig gut kocht. Was machst du noch heute Abend? Immer nur Führung. Ist das heute, oder? Stimmt. Mit den Kindern, die Führung. Ja, mal jetzt vergessen. Mittlerweile ist Paul 15. Zwar noch immer nicht geschäftsfähig, trotzdem war ihm dieser Geburtstag besonders wichtig. Da musst du aber gleich losfahren, sonst kommst du spät, gell? Mach langsam. Keine Sorge, ich fahr höchstens 100.
Denn endlich darf er seine selbst gekaufte Ape fahren. Haben wir selber verdient. Ganz hart dafür gearbeitet. Also ich sag mal so, das war das Wichtigste an meinem 15. Geburtstag, dass ich überhaupt mal einen Führerschein machen durfte und das fahren. Denn das heißt für ihn noch ein bisschen mehr Selbstständigkeit. Zum Beispiel, um zum Judo zu fahren. Wie immer mit dabei, sein Markenzeichen, der Hut. Hüte trägt Paul, seit er 2 ist. Denn sein Uropa hatte auch immer einen Hut auf. Set your love on fire and let the flames burn higher. So set your love on fire. Wer ihn ohne Hut sehen will, muss mit ihm ins Judo-Training. Hier nimmt er eine Auszeit von Geschäft und Schule. Es ist eine andere Seite des jungen Ölmüllers. Im Judo legt ihn Freund David auf die Matte. Anstrengend, also es sieht so ungeordnet aus, aber es ist auch viel mit dem Kopf. Man muss viel denken, man hat ein paar Würfe, die macht man immer. Man muss aber immer auch aus seinem Register rauskommen, weil der andere schon Sachen erwartet teilweise. Also anstrengend. Nicht der Beste zu sein, für Paul okay. Denn er sieht die Chance, die im Judo steckt. Man muss ja immer still sein, man muss gucken, dass man gut mitmacht. Und ganz viel Disziplin ist da dahinter, lernt man fürs echte Leben. Ah, und halt Selbstverteidigung natürlich. Kann man ja auch immer mal brauchen. Zurück in der Ölmühle füllen Jürgen und Paul den sogenannten Presskuchen ab. Jetzt musst du gleich kommen. Jetzt musst du weg, weiter wegfahren. Fahr du mal weg, weiter weg. Nummer. Der Presskuchen ist das, was beim Ölpressen übrig bleibt. Und weil Paul nichts wegwerfen will, bringt er den zum Landwirt. Dadurch, dass jetzt mehr Öl braucht wird, haben wir halt auch mehr Kuchen dann. Und der Paul ist dann meistens in der Schule, dann bleibt sie immer bei mir hängen. Und anfangs hat er ja gesagt, er muss alles selber machen, aber er tut auch einfach dann jetzt schon Aufgabe abgehen und delegieren und sagt, ah, kannst du mir das hier nachfahren oder da muss man das machen. Und das funktioniert eigentlich jetzt mittlerweile sehr gut. Paul? Jetzt muss gleich leer. Das muss ich ausschalten dann. Jo, jetzt ist gleich leer. Er hat seinen eigenen Kopf. Also er holt sich mehrere Ratschläge ein, gerade was für ihn voll wichtig ist, halt YouTube und Internet, da guckt er relativ viel. Und und wenn mir jetzt mal was sage, die oder die wollen, dann tut er erst mal gucken, ob es vielleicht anders auch noch geht. Genau, aber so im Groben und Ganzen kriegen wir es dann immer nach. Jürgen, grüß dich. Ja, servus. Jetzt, hallo, Paul, hallo. Servus. Grüß euch. Haben die mir wieder Futter dabei? Ja. Bauer Schemp schrotet Pauls Presskuchen und nutzt ihn dann als Beigabe für sein Schweinefutter. Hast du es? Jo, 6. Das sind nur deine Kartoffeln, wo du die bestellt hast? Jürgen, da mal auf der Hänger, oder? Kannst du sie? Die Kartoffeln von Bauer Schemp verkauft Paul dann wiederum in seinem Hofladen. Und so hat alles angefangen. Das müsste gehen. Als er 12 Jahre alt ist, schenkt Pauls Oma ihm eine Handkurbelmühle. Es kommt schon Öl raus. Ja, aber das Öl kommt da raus, ich da raus. Okay. Ob es läuft, wie sie soll. Das Ding war von Anfang an der Klump. Ich würde da eher sagen, es ist eine Spielerei. Dem Ding kriegst gar nichts zustande. Jetzt kommt Öl. Mit Nylon. Das sprudelt wie eine Ölquelle. Naja, fast jedenfalls. Ich sag ja, das ist harte Arbeit. Man konnte immer gutes Öl machen. Es war halt sehr, sehr viel Aufwand. Ein riesengroßer Aufwand war das immer.
Also mal gekommen, hat ein kleines Schnapsgläschen voll gehabt und hat gesagt, Mensch, da hat er eine halbe Mittag gebraucht. Trotzdem, die Mühle entfacht Pauls Leidenschaft für selbstgemachtes Öl. Wenn du jetzt das siehst, jetzt haben wir ein kleines Becherchen und das ist eigentlich schon toll anzusehen, dass so ein kleines Ding mal die Grundidee war und dass jetzt die ganze Familie davon leben kann. Jetzt ist gleich alle. Denn aus einigen Millilitern wurden 40.000 Liter Öl im Jahr. Zurück in Biberach. Paul hat Rückmeldung vom Supermarkt bekommen. Seine Öle kamen gut an. Er darf sie hier verkaufen. Wenn sie denn reinkommen. Hier passen wir jetzt durch. Normal hätte man wahrscheinlich durch den Lieferanteneingang gehen sollen. Aber jetzt sind wir mal schon da und wir werden es irgendwie drüber kriegen. Erstmal aber doch lieber ohne Regal. Hallo. Servus. Wir werden jetzt da, wir haben Ihnen Ihr Regal mitgebracht und die neuen Öle. Ja. Wo können wir das hinstellen für Sie? Da müssen wir mal schauen. Das hat ja Jackgröße, denke ich mal. Und dann stellen wir es ein bisschen breiter. Ein bisschen breiter, okay. Ja. Ja, bringen wir trotzdem hin. Ja. Dann stellen wir es erstmal da hinten hin und dann können wir es gleich befüllen, oder? Ja. Ja. Chap-Größe. Eine Standardgröße für Supermarktregale. Pauls Regal nicht Chap-Größe. Ich dachte, das wäre Chap-Größe. Muss man woanders hinstellen, aber gut. Ich weiß aber nicht wo. Das ist heute größer als da. Bissle. Ein neuer Platz muss her. Das ist ein super Platz, hier sieht's jeder. Und wieder einmal wird ein Problem für Paul zum Glücksfall. Hammer toll und dann so eine schöne Positionierung hier am Markt, wo eh jeder vorbeifährt. Ich denke, da werden wir gute Geschäfte machen. 11 Ölsorten sollen hier verkauft werden. Marktleiter Sabo hat alle Öle getestet. Das Keltenfreundöl hat mir mit Abstand am besten geschmeckt, weil es einfach würzig war mit den Kräutern, mit dem Salz. Ob die Kunden das genauso sehen? Wir haben heute hier unsere Öle im Markt platziert. Die gibt es jetzt zum Kaufen und da haben wir jetzt mal hier so Kostproben mitgebracht. Schmeckt gut? Schmeckt gut? Mhm. Voll lecker. Sehr bärlauchig, das schmeckt mir auf jeden Fall raus. Ist wirklich frisch, gut einfach. Nussig irgendwo, das ist der Nussig. Ciao. Kann ich gerade so ein Prospektle haben, bitte, ja, oder? Genau. Könnte ich mir vorstellen zu kaufen. Ja, eins, drei. Also, auf Wiedersehen. Bist du aufgeregt? Schon voll. Denn Paul hat es geschafft. Sein Keltenfreund darf in den Souvenirshop der Heuneburg. Heute übergibt er den Verantwortlichen das erste Öl. Erste Lieferung, super. Heiß zu sehen. Grüß Gott, hallo. Guten Tag. Hallo. Geil, ich bin der Paul, das ist mein Vater, der Jürgen. Jetzt haben wir heute mal also unser erstes Keltenöl mitgebracht. Bin ich mal richtig gespannt. Eine ganz außergewöhnliche Mischung haben wir da gemacht. Da haben wir auch ewig rum experimentiert mit Salzen und verschiedenen Kräutern. Und auch Sachen, halt, die es zu dieser Zeit schon gab. Also man könnte jetzt sagen, der Keltenfreund kommt heute nach Hause. Die Burg ist wegen Corona zwar geschlossen, einen Platz zum Probieren finden sie aber trotzdem. Ich habe jetzt aber nichts neben Knoblauch. Kommt gut, gell? Richtig lecker. Haben mit einer ganz frischen Note halt, gell? Qualitätstest bestanden. Der neue Keltenfreund. Er schmeckt auch Ihnen. Paul hat sein Ziel erreicht. Es gefällt mir persönlich ganz super, hier an so einer tolle Burg zu stehen und dann zu sagen, hier ein Baustein ist mein Öl. Es ist der Anfang von was ganz, ganz Großem. Das ist eine tolle Burg und es ist was ganz Einzigartiges, wenn man dann hier so in einem Museum dann drin ist mit seinen Ölen. Das ist was richtig, richtig Tolles.